Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute ein neues Video. Wie immer, selbst gekauft. Und zwar hat die Mira damals ein neues Format, also zumindest für mich ein neues Format, ins Leben gerufen. Das heißt, ein Mann kauft ein. Und das führen wir jetzt weiter. Das Handy ist schief. So, so gerade. Und zwar habe ich gekauft. Eier. Einmal Cheddar, einmal Oink Oink und Mu, für die Filmernte Tomaten, dann einmal, ach ne, zweimal. Ach nein, einmal das. Zwiebel, du. Da ist Knoblauch drin und Zwiebel halt. Ja. Zum Anbraten. Und einmal das hier. Knoblauch, du. Zwiebel und. Ja. Normales. Also normale Zwiebel und normaler Knoblauch. Das andere sind nämlich die roten Zwiebeln gewesen und Knoblauch. Hier, nochmal für den Filmabend. Tomaten. Ja, ich esse die lieber wie die wie Chips oder sowas zum Abend beim Film oder zum Zocken oder was auch immer. Ja, ich will auch mal was frittieren und das dann online stellen. Also habe ich mir geholt Panko-Mehl. Weil ja der Alltag immer so schöne Sachen frittieren tut, weil ich mich immer da drin versuchen. Dann habe ich Tomatenschnitten. Pomato, Tomaten, Fruchtfleisch in Stücken. Auf jeden Fall das 9 plus Ultra für mich. Red Bull und einmal Vita Energy mit roter Traube. Einmal rote Zwiebeln, die vertrage ich hervorragend, besser wie die normalen Zwiebeln. Wo irgendwas dran. Und einmal Pilze. Achso. Kaffee trinken, Waffeln, Waffelröllchen, dann einmal Cookies, American Style mit Dattelschokolade. Dann einmal Schokokekse, Zartbitter. Ne, das können wir das schon rüber. Ne, da steht drauf vegan. Ich habe keine Ahnung warum und weshalb. Ich habe da. Ne, das ist schon immer. Ich habe gestern was gesehen, das gehört da nicht rein. Dann einmal American Style Choco Chips, Schokoladenchips, auch Cookies. Dann einmal. Okay, habe ich mich jetzt vergriffen? Na gut. Ich wollte nämlich zweimal dasselbe haben, aber jetzt habe ich mir einmal das hier geholt. Kräuter, Knoblauch. Kann man auch für Pizza nehmen. Und einmal Tomaten Bolognese. Knorr. Dann einmal Bockwürste. Einmal bunte Nudeln.
ich besonders schön finde, ist, Rewe hat jetzt solche Glas Curry gemahlen. Also die haben viel Gewürz, ja, aber in so Glasdingern, ja. Die machen auf jeden Fall was her, finde ich. Ja. Da habe ich jetzt mal geguckt bei Amazon, ob ich da irgendwie ein Gewürzregal mir kaufen kann. Und dann werde ich mir das irgendwann mal holen. Ich habe schon welche gefunden und muss mich bloß noch entscheiden zwischen 5 Stück und dann werde ich mir die auf jeden Fall so nach und nach alle holen. Also eins kostet 1,99 € oder 1,98 €, so 1,80 € oder sowas. Kann ich euch aber gleich sagen, sobald ich den Kassenzettel gefunden habe. Insgesamt habe ich irgendwie was um die 44 € bezahlt. Dann einmal Bauernbrot kräftig mit saftiges Roggenmischbrot. Dann einmal unser mildes von Harry. Das ist schon alt, oder? Von 1688. Ob das noch gut ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ich das essen soll oder nicht. Und wenn ihr gerne mal das Video guckt, lasst doch gerne mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke und los geht's. Es ist ja gleich Kaffee-Time. Und zum Kaffee gehört auch was Süßes. Habe ich mir geholt Zuckerkuchen. Dann für abends mal was zwischendurch, mal was zum Snacken. Zwei Nabelapfelsinen. Content, den die Welt nicht braucht. Egal. Und ich bin ja Käse-Fan, wie immer. Einmal Gouda und einmal Butterkäse. Ja. Und dann habe ich 44,87 €. Da kann ich euch jetzt gleich mal gucken, was das. Ja, toll. Leute, ich bin blöde. Ich habe ja vorher Pfand weggeschafft. Jetzt habe ich den Pfand nicht abgegeben. Also den Pfandzettel. Na gut, das ist ja egal, der verfällt ja nicht. Oh nee. Nee. Egal. Ach jetzt, ja, ich wollte ja mal gucken. Was mich das. Ding gekostet hier. Also das hier.
Was soll denn das? Ich finde das nicht, ne? Absolut nicht. Curry? Kernpunkt. Streuseltaler, was ist denn? Das heißt Streuseltaler. Ach ja, Curry gemahlen. 1,89. Und das Gute ist, das ist erstens Glas. Habe ich jetzt schon etliche davon. Also drei oder vier. Ist auf jeden Fall ein guter Blickfang, wenn man das dann so reinstellt, ins Regal oder so, oder in das dementsprechende, Regal oder wie auch immer, das dann, ja. Ja. Hab ich schon gesagt, ja. Und somit bin ich also erstmal raus. Gehabt euch wohl, eure Silberquelle. Mhm.